darum, ne? Ja. Und hier noch was? Hier könnte was sein. Sollte sich jetzt nochmal speichern. So. Oh, Äffchen. Frikassee. Ja, das ganz elegant einfach abgeknallt. Was daneben? Gut gemacht. Hätte sein können, dass hier irgendwo ein Kreuz auf dem Boden ist. Was haben wir denn hier? Eine Tempelanlage. Eventuell, zumindest sind es hier Steinsäulen. Und Steinsäulen bezwecken eigentlich nie was Gutes. Sind zwar enorme Schätze dahinter meistens, aber auch enorme Feinde. So, gehen wir trotzdem erstmal ins Piratennest. So, wie gut sind wir eigentlich im Einschüchtern? Erst 11, das gefällt mir überhaupt nicht. Uah, 4 Schweine. Das gefällt mir noch viel weniger. Können wir die locken? Siehst du, willst du jetzt schon kommen oder nicht? Achtung! Oh, es kommt alle an. Wieder neben. Wir sind unbedingt noch Pistolenkenntnisse zu. Stirb! Abgeschlossen. Voll in die Seite rein. Mistviecher. Ja, so sehe ich das auch. So, nochmal abgespeichert. Und jetzt sollten wir direkt aufs große Holztor zukommen. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? Ach, erst 300. Äffchen. Äffchen, stirb einfach. Mistviecher. So, großes Tor entdeckt. Lagerfeuer? Jawohl. Können uns 5-mal Fleisch brutzeln. Grog? Ne, Hühnchen haben wir jetzt mitgenommen. Grog, Wein, Fleisch. Hey du! Wo willst du hin? Ins Lager. Ich suche das Piratennest. Moment! Du kommst doch aus Puerto Sacarico. Gehörst du etwa zur Inquisition? Nicht mehr. Sie haben mich rausgeschmissen. So, so. Und woher weiß ich, dass du kein Spion bist? Bei euch gibt's doch gar nichts zum Spionieren. Bei euch gibt's doch gar nichts zu spionieren. Ha! Natürlich! Und was? Na, wie viele wir sind zum Beispiel. Ach, es gibt nichts, das mich weniger interessiert. Warum sollte ich dir glauben? Ich bin mit Patty unterwegs, der Tochter von Captain Stahlbart. Stahlbart hat viele Töchter. Warte mal.
Ich bin noch nicht... Verdammt. So gut. Verdammt, ich bringe euch eure Zucker... Hier, warte mal. Glaubst du, Patty würde sich mit einem Spion einlassen? Willst du jetzt mit mir über Frauen quatschen? Ja. Ich bringe euch die Zuckerlieferung. Warum sagst du das nicht gleich? Boos wartet schon darauf. Alles klar. Öffne das Tor. Na, noch besser. Zack, Sperrange wird auf. Zack. Aber zuvor gehen wir noch die Köpfe ab, würde ich mal gerade behaupten. Oder? Ach nee. Wir gehen gleich rein. Vor allem, er brüllt einmal, öffnet das Tor hier. Der ist alleine. Was war da? Schädelblüte. Nehmen wir mit. So, Bierchen nehmen wir auch mit. Proviant. Schrotmunition. Weil sind so normale Munition. Ach doch, da oben, da steht einer. Ach, Pirat. Klauen wir ihm den Apfel vor der Nase. Goldklee. Verschleichen wir uns mal hier rein. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Eine Kiste. Da ist eine Flasche rein. Oh, Gold und Rum. Rohes Geflügel, rohes Fleisch. Lass mich durch, Patty. So, jetzt verschwinden wir wieder. Und zwar in Richtung Piratennest. So, den Goldklee nehmen wir uns mit. Noch die Würgeranke. Ja, Piratennest. Wer bist du denn? Barney. Hä? Was hast du gesagt? Ah, gar nichts. Handelst du mit Pistolen? Du musst mir nach links sprechen. Rechts höre ich nicht mehr so gut. Hast wohl zu viel geballert, wie? Ich bin Barney. Und wenn du was über Pistolen wissen willst, ich weiß es. Kannst du mir zeigen, wie ich eine Pistole baue? Ich hab's ordentlich krachen lassen. War jahrelang Kanonier. Hast wohl auch mal eine Kugel auf den Kopf gekriegt. Und wie? Aus einem Stück Eisen mache ich eine zuverlässige Pistole. Aha. Ich will eine Pistole haben. Glaub mal ja nicht, dass du mir meine Sachen klauen kannst. Ich krieg immer noch alles mit. Dir haben sie aber ganz ordentlich eine verpasst, hä? Ich bezahle auch dafür. Sag mir einfach, was du brauchst. Was muss ich über Pistolen wissen? Wie auch immer. Jetzt erzähl ich dir mal was über Pistolen. Pistolen benutzt man nur im Nahkampf. Es gibt zwei Arten. Die einen verschießen Bleikugeln, die anderen Schrot. Schrot hat eine geringere Reichweite, aber eine größere Streuung. Ich sag, beides mal ausprobieren. Erzähl mir mehr über Pistolen. Du kannst auch Waffen selber bauen. Natürlich musst du geschickt sein. Das ist Handwerk. Dann bring's mir bei. Nein, wirklich. Ist kein großes Geheimnis, aber ein teures. Ha. Kann ich hier irgendwo schießen? Was? Natürlich nicht. Aber mal was ganz anderes. Willst du rausfinden, wie gut du mit der Pistole bist? Genau das habe ich doch gerade gefragt. Pass auf. Ich werf dir ein paar Sachen zu und du versuchst sie zu treffen. Du hast 10 Schuss. Ach, und noch was. Wenn du dreimal hintereinander keinen Schuss abgibst, hören wir auf. Okay, kannst du mich mit Pistole unterrichten? Kannst du mich mit der Pistole unterrichten? Klar. So, Pistolen bauen, brauchst du Feuerwaffen 6, kritische Trefferwaffen, Feuerwaffe 1, 1000 Gold. Zeig mir, wie ich Pistole während des Gesprächs benutze. 500 Gold. Nee, ist uns noch zu teuer. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Brauchst du Munition? Baupläne für Zwillinge. Oh, hier hat Pistolen, Schrotpistolen, aber wir müssen erstmal alles loswerden. So, das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir. So, Stammeszeichen weg damit. So. Rumfackel, Grog, das behalten wir alles. Die Knochensäge auf jeden Fall. So, die Krallen können weg. Die Leuchtkugeln, die Sichel. Ach, war weg mit den Muscheln. So, das kann weg, das kann weg. Das.
Und das. So, jetzt haben wir 1600 Gold. So. Kannst du mich mit der Pistole unterrichten? Klar. So, Pistole während eines Gesprächs benutzen. Zeig mir, wie ich die Pistole während eines Gesprächs benutze. Oh, das ist ganz einfach. Du musst nur darauf warten, dass der andere abgelenkt ist. Am besten fuchtelst du mit der rechten Hand vor seinem Gesicht rum. Dann ziehst du mit der linken die Kanone und verpasst ihm eine. Ganz einfach. Oh, das hört sich doch gut an. Genug geredet. Genau. So, dann ist erstmal Schießtraining. Und schon geht's los. 1, 2, 3. Oh, getroffen. Daneben. Nein. Nein. Immer noch nicht. Nein. Wo wirft denn der hin, ey? Unglaublich. Mann, bin ich gut. Lass mich eben zählen. Ein Treffer. Immerhin. Mach mal noch eine Runde. Okay. Und schon geht's los. Ruhm plus 11. Oh, hier gibt's Erfahrung für. Alter. Unglaublich. Ich weiß. Lass mich eben zählen. Nicht schlecht. Immerhin hast du ein paar getroffen. Schön. Noch einmal, dann wird's Zeit für einen Einsatz. Oh. Dann schießen wir nochmal. Und schon geht's los. So ein bisschen konzentrieren. Mann, das ist Tontaumschießen ja einfacher. Unglaublich! Lass mich eben zählen. Nicht schlecht. Immerhin hast du ein paar getroffen. Alles klar. Du weißt jetzt, wie es geht. Echt? Ich will schießen. Ich will schießen. Was? Pass auf, du kannst jederzeit schießen. Training kostet 10 Gold. Wenn du mehr als 4 triffst, gibt's das Gold zurück. Schaffst du 10 Treffer, lass ich was springen. Und wenn du richtig was gewinnen willst, kannst du auch mal Flotten schießen. Weißt du, was ist ein Flottenschießen? Wie funktioniert Flottenschießen? Ganz einfach. 3x10 Schuss hintereinander. Beim ersten Mal musst du 5 Treffer landen, beim zweiten 6 und beim dritten 7. Wenn du das schaffst, kriegst du 500 Goldstücke. Und der Einsatz ist auch nicht so hoch. Aha. Okay, aber das machen wir jetzt im Moment nicht, weil so viel Kohle haben wir wahrscheinlich eh nicht. So, interagieren mit Festchen können wir immer noch nicht. So. Wer bist du denn? Flanagan. Suchst du eine Schaufel? Bei mir findest du alles, was du brauchst. Wenn du kein Gold hast, nehme ich auch dein altes Zeug in Zahlung. Woher kriegst du deine Ware? Woher kriegst du deine Waren? Die meisten Typen sind bereit, alles zu tauschen, nur um sich rumzukaufen. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch Hemden und Hosen. Ja, bist du schon lange hier? Bist du schon lange hier? Das kann ich dir sagen. Ich habe mich hier niedergelassen, als der Handel mit dem Rum ins Rollen kam. Und was ist mit dir? Was hast du vor? Ich schließe mich Captain Stahlbart an. Dann brauchst du ein Äffchen. Es gibt nichts Besseres. Was soll ich damit? Reich werden. Du schickst ihn in die Häuser und er holt dir die guten Sachen. Außerdem, so ein Äffchen hat nicht jeder. Damit kannst du Eindruck machen. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du mit dem Äffchen umgehen musst. Und ein paar andere Tricks habe ich auch noch auf Lager. So, was hast du denn? Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Oh, 6 in schmutzige Tricks habe ich nicht. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware.
So, ich würde mal sagen, wir kaufen uns maximal die alten Stiefel hier. Dann eine Spitzhacke und eine Schaufel. Nein, ich brauche keine 5 Schaufeln, ich brauche nur eine.